So, ja. Schönen Abend. Ich möchte mich zuerst sehr herzlich bedanken für die Einladung, hierher zu kommen. Ich wurde gebeten, ein wenig zu den Fragen der Nichtlokalität in der Quantenphysik zu sagen. Und ich möchte einige der Dinge, die schon erwähnt wurden, klar und eindeutig präsentieren, was wirklich gemeint ist. Und vielleicht auch oder sicher auch den versuchen, ein wenig spekulativ die Brücke zu schlagen zu dem, was wirklich das Interessante ist. Frau Runau hat das bereits erwähnt, was diese Dinge vielleicht für unser Bild von der Welt bedeuten. Nun, es wurde erwähnt, dass ich Experimentalphysiker bin. Kann man das Bild jetzt bringen, diese erste Seite? Ja, funktioniert sogar. So, gehen wir das. Das ist immer eine Überraschung, wenn die Dinge das machen, was man von ihnen eigentlich erwartet. So, was Sie hier sehen, ist ein Bild eines Experiments, und zwar eines Experiments zur Quantenteleportation, so wie es bei uns gemacht wird, aber nicht unweit von hier gibt es ganz ähnliche Experimente auch an der LMU. Nun, lehnen wir uns ein wenig zurück und stellen wir uns Fragen wie die Frage, was ist Wirklichkeit? Hier ist eines der spannendsten Bilder, das je aufgenommen wurde. Das ist das Hubble Deep Field. Das ist eine Aufnahme von diesem Hubble-Teleskop in Erdumlaufbahn. Und da hat man das Teleskop an eine Stelle des Himmels gerichtet, wo man nichts gesehen hatte vorher und etwa 10 Tage lang aufgenommen und belichtet. Und das Interessante an dieser Aufnahme sind nicht diese Galaxien, die Sie hier sehen, sondern die kleinen hellen Punkte hier. Auch das sind alles Galaxien. Das ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt unseres Himmels. Und ich persönlich bin überzeugt, an irgendeiner dieser Galaxien gibt es irgendeinen Stern, wo jemand derzeit genauso einen Vortrag hält wie ich oder fast genau den gleichen Vortrag. Nun, die Frage, die ich stellen möchte, und die Frage, die aufgeworfen wird, auch unter anderem auch durch die Entwicklung der modernen Physik, ist die Frage nach dem Zusammenhang Information und Wirklichkeit. In diesem Bild des Hubble-Teleskops sammeln wir in irgendeiner Form Information und versuchen darüber etwas über die Wirklichkeit zu lernen, von der wir annehmen, dass sie an sich so existiert, wie wir sie sehen, unabhängig von unserer Beobachtung. Und die Frage, die man stellen kann, und diese Frage habe ich gestellt, interessanterweise bei meiner Antrittsvorlesung an der Universität Innsbruck im Jahr 1990. Die Frage war damals: Ist Information der Urstoff des Universums? Sie erinnern sich vielleicht, diese Frage wurde als Behauptung schon öfter beantwortet, zum Beispiel auch am Beginn des Johannes-Evangeliums. Am Anfang ist das Wort. Nun, zu dieser Frage möchte ich noch später etwas sagen. Wenn wir über den Zusammenhang Information und Wirklichkeit sprechen, müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist Information? Auch hier möchte ich mich vorläufig um eine Antwort, was die Natur der Information ist, drücken. Es war ja eigentlich der wichtigste Schritt in der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften, die Frage nach der Natur der Dinge zurückzustellen und sie zu ersetzen durch die Frage, wie etwas gemessen werden kann. Nun, wir messen Information ganz einfach in Bits.
Hier ist ein ganz einfaches Bit dargestellt, es kann 0 oder 1 sein, je nach der Stellung dieses Schalters. Und ein Bit ist die Antwort auf eine Frage, der Wahrheitswert einer einfachen Ja-Nein-Frage. Jetzt denken wir noch einmal kurz an das Bild, das wir hatten vom Hubble-Teleskop. Was wir immer machen und was, würde ich behaupten, jedes System macht, das wie wir Informationen in irgendeiner Form sammelt und versucht, sich anzupassen, versucht zu überleben, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir in einer naiven Weise ausgedrückt die Welt betrachten, aus den Antworten, aus der Information, die wir bekommen, konstruieren wir uns eine Wirklichkeit. Ein ganz wesentlicher Punkt ist nun der, dass wenn wir große Systeme betrachten, wie etwa Galaxien, aber auch der Tisch oder Computer oder was auch immer, dann entsprechen große Systeme immer gigantischen Zahlen an Bits, unglaubliche Mengen an Informationen. Wir können uns die Frage stellen, wenn Systeme kleiner und kleiner werden, dann ist die Frage, wie ändert sich die Information? Wie hängt die Menge der Information, die ein System trägt, mit der Größe des Systems zusammen? Das ist natürlich anzunehmen, müsste nicht so sein, aber es ist natürlich anzunehmen, dass je kleiner ein System wird, desto weniger Information wird es tragen. Letztlich kommen wir auf eine natürliche Grenze oder an eine natürliche Grenze. Die natürliche Grenze ist dann erreicht, wenn ein System nur mehr die Antwort auf eine Frage trägt. Wenn ein System nur mehr ein Bit an Information trägt. Ein solches System ist das elementarste System, das denkbar ist. Weniger ist nicht möglich. Diese Grundidee einer Urentscheidung wurde von Karl Friedrich von Weizsäcker in seinem wunderschönen Buch Der Aufbau der Physik diskutiert und auch als eine Grundlegung der Quantenphysik in den Raum gestellt. Dieses Programm kann man weiterführen, haben wir weitergeführt und man kommt auf ganz interessante Dinge dabei. Ich möchte weitergehen und drei Konzepte der Quantenphysik näher bringen, die wichtig sind. Es wurde schon erwähnt, die erste wichtige Erkenntnis und wahrscheinlich eine der wichtigsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts ist die, dass die Messung, die Beobachtung an einzelnen Quantensystemen, das einzelne Messresultat zufällig ist, und zwar objektiv zufällig. Man kann auch sagen, reiner Zufall. Das heißt, es ist nicht so wie der Zufall im täglichen Leben, wo, wenn zum Beispiel zufällig heute hatten wir schon Flugzeugunglück passiert oder so etwas, dass man nach einer Ursache sucht, sondern es ist so, dass wir wissen, dass es für das einzelne Quantenereignis keine Ursache gibt, auch keine verborgene. Das heißt, es geschieht etwas ohne zureichenden Grund. Wir können nur Aussagen über große statistische Ensembles machen. Albert Einstein hat das einmal erklärt oder mit dem berühmten Wort formuliert, Gott würfelt nicht. Niels Bohr hat ihm daraufhin geantwortet, hören Sie endlich auf, dem Herrn Gott Vorschriften zu machen. Die zweite wichtige Botschaft, so neben dem reinen Zufall, neben diesem objektiven Zufall, den ich gerne möchte, dass Sie den als Konzept mit nach Hause nehmen. Die zweite Botschaft, die ich möchte, dass Sie mit nach Hause nehmen, ist das Konzept der Verschränkung. Wir haben also zwei Quantensysteme, man nennt die auch Qubits, Quantenbits, die auf eine höchst interessante Weise zusammenhängen. Ich habe versucht, das hier mit zwei Würfeln zu symbolisieren. Die beiden Würfel sollen jeder für sich Zufallsprozesse darstellen.
Und es ist eben so, wie von Frau Runau erwähnt, wir haben zwei Systeme, die im Allgemeinen, aber es muss nicht so sein, die gemeinsam erzeugt sind in einer gemeinsamen Quelle, an zwei verschiedene Ecken des Universums gebracht werden, beliebig weit weg, und dann machen wir Messungen an diesen Systemen. Und das Interessante ist, dass die einzelne Messung, und zwar gilt das immer nur für die erste Messung, die durchgeführt wird, die einzelne Messung ist vollkommen zufällig. Das heißt, das ist objektiver Zufall, genauso wie wir es vorher hatten. Es gibt keinen verborgenen Grund dafür, warum, wenn das Quantenwürfel wären, zum Beispiel gerade die 6 kommen, so wie es hier dargestellt ist. Jedoch, wenn an beiden Systemen die gleiche Messung durchgeführt wird, werden sie das gleiche Resultat zeigen. Das heißt, wir haben zwei zufällige Prozesse, man darf es eigentlich nicht einmal Prozess nennen, weil kein Ablauf dahinter steckt. Es ist kein naturgesetzlicher Ablauf dahinter, sondern zwei Beobachtungsergebnisse, die jedes für sich vollkommen zufällig sind. Das heißt, es gibt keinen verborgenen Grund für eines der beiden, jedoch werden sie beide vollständig identisch sein. Albert Einstein hat das einmal als spukhafte Fernwirkung bezeichnet, Spooky Action at a Distance. Wie weiß das eine System vom anderen System, was gemessen wird? Nun, man kann diese Dinge, man kann den Zufall, man kann auch die Verschränkung verstehen, wenn man auf diese Idee zurückgeht, dass ein System dadurch charakterisiert wird, wie viel Information es trägt. Wenn wir etwa davon ausgehen, dass wir ein elementares System, wie ich es vorher formuliert habe, vor uns haben, das nur ein Bit an Information trägt, und wenn wir dieses System eine Frage stellen, für das es nicht die Information trägt, weil die Informationsmenge beschränkt ist, dann muss die Antwort rein zufällig sein, notwendigerweise. Genauso, wenn wir zwei Systeme haben und wir haben eine beschränkte Menge an Information, im Extremfall 2 Bits an Information, so können wir uns aussuchen, dass wir diese beiden Bits dazu verwenden, die Eigenschaften der beiden Systeme separat zu definieren, oder wir können die Information dafür verwenden, gemeinsame Eigenschaften zu definieren. Wenn das so ist, dann bleibt keine Information mehr übrig, um die Eigenschaften der Einzelsysteme zu definieren, und wir haben Verschränkung. Das bedeutet aber gleichzeitig und automatisch, dass das Konzept der Information offenbar ein tiefer liegendes Konzept ist als das Konzept einer räumlichen Trennung und wahrscheinlich auch ein tieferes Konzept als das Konzept der Zeit. Ich möchte das mit dieser, von Watzlawick gibt es dieses berühmte Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit, da habe ich Ihnen eine Wirklichkeit aus dem Internet herunterkopiert. Und wir können also so Fragen stellen, und an denen kann man sich zu Tode philosophieren, ob Dinge unabhängig von uns existieren oder ob wir als Beobachter, in welcher Form als Beobachter wir notwendig sind. Die Diskussion, dieses Zitat ist der Mond da, wenn keiner hinsieht, ist aus der Debatte zwischen Albert Einstein und Niels Bohr. Albert Einstein hat einmal ganz empört den Niels Bohr gefragt, glauben Sie wirklich, dass der Mond nicht da ist, wenn niemand hinsieht? Nun, wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass wir offenbar, und das war bei dieser Verschränkung ein wesentlicher Punkt, es gibt keine verborgenen Gründe, warum diese Korrelationen so perfekt sind. Das heißt, wir können auch nicht, und das würde zu Widersprüchen führen, wir können nicht annehmen, dass die Eigenschaften, die wir beobachten, vor der Beobachtung bereits vorhanden sind. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass wir in irgendeiner Form doch eine wichtige Rolle zu haben scheinen in der Welt.
dass es offenbar keinen Sinn macht, von einer Wirklichkeit zu sprechen, ohne die Information darüber. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist die, gibt es eine Wirklichkeit, ohne die Möglichkeit darüber Information zu erhalten? Also gibt es eine tiefer liegende, dahinterstehende Wirklichkeit? Und die Antwort darauf muss sein, dass das offenbar ein sinnloses Konzept ist. Es ist offenbar sinnlos, von einer Wirklichkeit zu sprechen, über die man keine Information haben kann. Und das heißt, in der letzten Konsequenz bedeutet das, dass wir zwischen Information und Wirklichkeit keinen Unterschied machen können. In der letzten Konsequenz bedeutet das meiner Meinung nach, steht hier, es macht offenbar keinen Sinn, zwischen Wirklichkeit und Information zu entscheiden. Ich kann keine operationelle Prozedur angeben. Es kann mich niemand davon überzeugen, dass es zwischen den beiden einen wesentlichen Unterschied gibt. Oder noch radikaler formuliert heißt das, wenn wir uns an das Zitat vorher von Belting erinnern, das von Herrn Burda erwähnt wurde, dass Bild und Medium zwei Seiten derselben Münze sind. Ich glaube, dieses Bild von Belting, dass Bild und Medium zwei Seiten derselben Münze sind, kann man noch weiter führen, nämlich dass Information und Wirklichkeit zwei Seiten derselben Münze sind. Was das dann letztlich für unser Weltbild bedeutet, ist noch unausgegoren. Da müssen intelligentere Leute als ich darüber nachdenken. Nun zur Teleportation. Zuerst, was geschieht in der Teleportation, um das klarzustellen, und als zweites dann die Interpretation im Sinne von Information, wie ich sie eben gerade präsentiert habe. Nun, was geschieht? Die Idee ist ganz einfach, wir haben ein System in einem bestimmten Zustand. Der Zustand ist einfach die Gesamtmenge der Eigenschaften, die das System trägt. Die Quantenmechaniker haben da spezielle Beschreibungsmöglichkeiten dafür, aber das sind hier unwesentliche Details. Und was jetzt beabsichtigt ist, ist, dass die beiden Mitspieler Alice und Bob so vorgehen möchten, dass Alice ein System hat mit genau diesen Eigenschaften, völlig ununterscheidbar vom Original. Und wir nehmen an, dass es nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen, das Originalsystem direkt hinüberzuschicken. Das wäre die einfachste Lösung. Nun, wie können Sie vorgehen? Die erste Möglichkeit, die man sich überlegen könnte, wäre die, dass man sagt, gut, Alice geht her und macht so genaue Messungen wie nur möglich an ihrem System, teilt dem Bob das Messresultat mit oder die Messresultate und Bob rekonstruiert ein System identisch mit dem Original. Das Dumme ist nur, dass die Quantenmechanik sagt, dass so etwas nicht möglich ist. Die Quantenmechanik sagt, dass man an einem einzelnen System, wir haben nur ein einzelnes System, in dem Fall ist es ein Teilchen des Lichts, ein Photon, dass es nicht möglich ist, durch Messungen an einem einzelnen System seinen gesamten Zustand festzustellen. Das hängt mit der Heisenbergschen Unschärfebeziehung zusammen. Das war übrigens, fällt mir gerade ein, weil Sie, Frau Runau, Sie haben dieses Beamen erwähnt, wie heißt dieser Film? Star Trek in dieser Serie. Zwei interessante Geschichten fallen mir gerade ein. Das erste ist, warum das erfunden wurde, ist ganz interessant. Das wurde erfunden, um Filmproduktionskosten zu sparen. Das ist vielleicht für einen Medientheoretiker interessant, weil es ist viel billiger, jemanden da irgendwie hinunter zu beamen, als auf jeden neuen Planeten die Landung oder den Start zu simulieren. Das würde viel mehr Geld kosten. Das heißt, das ist ein rein kommerzieller Grund, warum das erfunden wurde, nicht? Und das Zweite ist, den Leuten war klar, dass wir ein Problem haben mit der Heisenbergschen Unschärfebeziehung. Dass man eben nicht die gesamte Information aus einem System herausholen kann, diese Information übertragen und es dann in irgendeiner Form wieder zusammenzusetzen.
Und die haben daher erfunden, was sie nennen, den Heisenberg-Kompensator. Der kompensiert das. Und da wurde einer dieser Leute wurde bei einer Pressekonferenz einmal gefragt, how does the Heisenberg Compensator work? Und seine Antwort war klassisch, die war very well, thank you. So, aber jetzt kommt das Interessante, jetzt kommt das wirklich Spannende. Die Quantenmechanik liefert einen Ausweg aus diesem Problem. Und der Ausweg ist die Anwendung der Verschränkung. Die Grundidee von unseren Kollegen war eine wunderschöne internationale Kollaboration, Bennett, Brassard, Crepeau, Chosa, Perez und Wutters, Leute aus vier verschiedenen Ländern, ist die, dass sie gesehen haben, dass diese Verschränkung, die ich vorher erwähnt habe, die Möglichkeit liefert, Information von einem Ort, von einem System auf ein anderes System zu übertragen, ohne dass diese Information in irgendeiner Form ausgelesen wird, ohne dass diese Information in irgendeiner Form vorhanden ist. Das heißt, die Information wird nicht übertragen, so wie in allen anderen Informationsmethoden mit einer Trägerwelle, in irgendeiner Form kodiert und so weiter, sondern die Information wird direkt von einem System zum anderen übertragen, ohne ein Medium. Und wir werden gleich sehen, das ist leicht zu verstehen, wenn wir Information diese Priorität einräumen, die ich vorher erwähnt habe. Nun, wie läuft das Ganze im Prinzip ab? Alice und Bob wissen, dass sie teleportieren wollen. Das heißt, sie erzeugen sich zusätzlich ein solches verschränktes Paar. Verschränktes Paar heißt, die beiden Dingerchen, einfach ausgedrückt, die beiden Systeme, haben keine Eigenschaften, sie haben keinen Zustand. Wird jedoch eines gemessen, nimmt es zufällig einen Zustand an und das andere ist dann identisch, ganz egal, wie weit es weg ist. Nun, wir haben also ein verschränktes Paar und der Trick ist jetzt, dass Alice hergeht und an dem System, das sie teleportieren möchte und an dem einen Mitglied des verschränkten Paars, das sie erhalten hat, macht sie eine spezielle Messung, auf deren Details ich heute wirklich nicht eingehen kann, die diese beiden miteinander verschränkt. Diese beiden miteinander verschränken heißt in der Sprache, die wir vorher hatten, die beiden tragen keine Information mehr. Sie sind Teilchen ohne Eigenschaften. Mann ohne Eigenschaften, nicht? Musil. Gut. Sie sind Teilchen, sie werden Teilchen ohne Eigenschaften. Nicht? Aber wir haben etwas ganz Wichtiges gewonnen. Wir haben eine Aussage darüber gewonnen, wie die beiden sich zueinander verhalten. Denn Verschränkung ist eine Aussage darüber, wie sich zwei Systeme zueinander verhalten, ohne dass wir Aussagen darüber haben, was die Eigenschaften dieser Systeme selbst sind. Und der Rest ist primitive Logik. Wir wissen von der Quelle her, wie sich die beiden miteinander zueinander verhalten. Wir wissen durch diese Messung, wie die beiden sich zueinander verhalten. Daher wissen wir, wie sich das zu dem verhält. Das Problem ist jetzt, es kann sein, dass wir hier vier verschiedene, im Falle von zwei Zustandssystemen, vier verschiedene Resultate dieser Bell-Messung haben, vier verschiedene Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten sagt mir, dass das System, das Bob besitzt, vollkommen identisch ist mit dem Original, Fall von zwei Zustandssystemen. Das heißt, der Zustand von diesem System wurde instantan, ohne Zeitverzögerung, zu diesem System teleportiert. In diesem Fall. In den anderen Fällen, und das ist sozusagen ununterscheidbar vom Original, und es ist daher das Original. Denn was unterscheidet das Original von einer Kopie? Wenn die Kopie vollständig identisch ist mit dem Original und das Original notwendigerweise verschwindet. Das Original verschwindet hier, denn es verliert seine Eigenschaften. Nun, in den anderen Fällen muss Bob eine Operation, eine Drehung an diesem System durchführen, um es in den Originalzustand zu bringen. Aus diesem Grund ist es notwendig, klassische Informationen zu übersenden und diese klassische Information kann maximal mit Lichtgeschwindigkeit fliegen und es ist alles in Ordnung. Das
Das heißt, die Relativitätstheorie ist in Ordnung. Es ist kein Konflikt mit der Relativitätstheorie. So, der wesentliche Punkt ist jetzt der, dass wenn wir uns versuchen vorzustellen, dass hier die Eigenschaften der Systeme in irgendeiner Form übertragen werden, dann wird es kompliziert. Dann werden wir uns den Kopf kratzen und das Ganze nie wirklich schön verstehen. Wenn wir aber uns zurückziehen auf die Position, dass die Information, das, was gesagt werden kann, konstitutiv ist für das, was Wirklichkeit ist, dass Information nicht nur etwas Abgeleitetes ist, sondern auch definieren kann, was Wirklichkeit sein kann, dann haben wir kein Problem. Dann können wir dann ändert sich einfach durch diese Messungen das, was über dieses System gesagt werden kann, aber um den Preis, dass wir über die Eigenschaften der Dinge an sich nie Aussagen treffen können. So, jetzt habe ich schon, glaube ich, 25 Minuten, ist das richtig? Wir langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich Ihnen schon erzählt. Das ist so ein experimenteller Aufbau, ist nicht so wichtig. Das ist ein Teleportationsexperiment über längere Entfernungen. Hier nur eine Demonstration eines Kryptografie-Experimentes. Auf die Details will ich nicht eingehen. Ich zeige es Ihnen hier nur, weil wir hier etwas ganz Modernes, nämlich quantenmechanische Verschränkung, mit was Uraltem in Verbindung gebracht haben. Eines der ältesten Bilder, eine der ältesten Figuren eines Menschen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Bild der Venus von Willendorf, so ein bisschen schwach, offenbar ist die Lichtstärke von dem Projektor nicht besonders, das Bild der Venus von Willendorf haben wir verschlüsselt mit Hilfe von Schlüsseln, die unter Anwendung dieser quantenmechanischen Verschränkung erzeugt wurden. Der Grund, warum wir die Venus von Willendorf genommen haben, ist ein einfacher. Wir wollten etwas herzeigen, das erstens österreichisch ist und zweitens garantiert friedlich. Dieses Ding ist absolut sicher, aber das ist nebenbei. Ich möchte erwähnen, nachdem ich hier in München spreche, dass ein wunderschönes Experiment gemacht wurde vor kurzem von Kollegen hier in München, unserer Gruppe von Harald Weinfurter, gemeinsam mit britischen Kollegen, wo sie Quantenkryptographie zwischen der Zugspitze und der westlichen Karwendelspitze gemacht haben. Der Grund ist der, dass da oben die Luft natürlich so schön sauber und so weiter ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Vielleicht bringen wir das auch nicht einmal. Ich möchte nicht noch mehr verwirren, als ich vielleicht bereits verwirrt habe. Frau Runa hat erwähnt, dass mit diesen Dingen vielleicht auch nebenbei die Grundlage für eine neue Technologie gelegt wird, für eine Quanteninformationstechnologie. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass genau das derzeit läuft, nur wird diese Technologie ganz anders aussehen, als wir alle glauben. Das hat sich immer wieder herausgestellt in der Geschichte der Naturwissenschaften. Ich möchte aber gleichzeitig unterstreichen, dass alle diese Dinge, diese Arbeiten zur Verschränkung, zu Verhalten einzelner Quantensysteme, ursprünglich philosophisch motiviert waren. Der berühmte Bell, wie er sein Bellsches Theorem aufgestellt hat, das gezeigt hat, dass es nicht möglich ist, diese Verschränkung aufgrund von verborgenen Eigenschaften zu verstehen, war nur philosophisch formuliert in seinen Fragestellungen. Und es gibt mir die Gelegenheit, wieder mal zu unterstreichen, dass Grundlagenforschung niemals anwendungsmotiviert sein darf. Wenn man das macht, dann schadet man Motiven, die von Grundlagenforschung Anwendungen fordern. Die Zukunft ist immer sehr schwer vorherzusagen. Hier ist ein schönes Zitat darüber, wie die Technologieentwicklung nicht vorhersagbar ist. Ken Olsen ist bekannt, hat 1977 gesagt, es gibt keinen erdenklichen Grund, weshalb jemand einen Computer zu Hause haben sollte. Diese Aussage ist wahrscheinlich noch immer richtig, nur haben wir alle Computer zu Hause, nicht? Aber das kann man vielleicht auch verschiedener Meinung sein. So, und ich möchte schließen mit einer kleinen Selbstwerbung.
wenn Sie die Sachen, die ich Ihnen erzählt habe, interessant finden. Es kommt jetzt im März ein Büchlein von mir heraus mit dem einfachen Titel Einsteins Schleier, in dem ich versuche, die Dinge etwas näher darzustellen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt musst du irgendwie hin, oder? Das musst du halt. Geht's? Ich glaube, man kann. Geht's? Nee. Darf ich Ihnen helfen? Ja, wenn es geht. Bitte? Wenn Sie es durch ohne die Haare. Ohne die Haare, kommen. Ja, ja. Ohne. Das ist nur ganz simpel. Und einschalten. Funktioniert. Du musst das ein. Du musst eins nur einschalten da. Das ist hier. Meine Damen und Herren, wir machen ein bis zwei Minuten diese kurze Pause, damit diejenigen, die unbedingt weg möchten, weggehen können und gehen dann gleich in die Diskussion. Ich verspreche Ihnen, ich mache hier nur eine sehr kurze Diskussion mit den beiden Herren, eigentlich nur ein oder zwei kurze Fragen und gehe dann sofort zu Ihnen ins Publikum. Ich glaube, die Abströmrate ist heute gar nicht sehr groß. Das heißt, ich möchte jetzt gleich beginnen und eigentlich an beide, also vielleicht gleich kopfüber in das Thema springen, was vielleicht einerseits das Schwierigste, aber für uns vielleicht auch das Interessanteste ist. Was ist denn das mit der Wirklichkeit bzw. den Bildern der Wirklichkeit? Herr Zeilinger, Sie haben jetzt gesagt, die Wirklichkeit ist gleich Information. Und natürlich wüsste ich dann auch gerne, was Herr Weibel dazu meint. Aber zunächst auch eine kurze Frage. Meinen Sie wirklich die Wirklichkeit umfassend? Oder meinen Sie damit die Wirklichkeit, wie sie eben genau mit den Methoden der Physik erfasst wird? Also die Wirklichkeit der Materie gewissermaßen so. Denn wenn ich jetzt mal so eine Analogie ziehe, Wir haben ja sehr in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten davon gesprochen, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben und plötzlich, haben Sie vielleicht gemerkt, reden wir davon, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Und in einer Wissensgesellschaft, da gibt es natürlich nicht nur eine spezielle Form von Wissen, das wissen wir inzwischen aus der Hirnforschung. Es gibt drei Arten von Wissen. Eine ist ein explizites Wissen. Und ein anderes ist implizites Wissen oder Handlungswissen. Nun denke ich mir fast, dass sich Ihre Form der Wirklichkeit genau auf dieses explizite Wissen bezieht, denn das ist ja genau, ich frage in dieser materiellen Welt nach Zuständen, aber ich frage eigentlich nicht nach Handlungen. Also wie steht es eigentlich jetzt mit dieser Wirklichkeit? Ist es alles oder ein Teil? Und was, Herr Weibel, meinen Sie dazu? Warum können Sie nicht mit einer leichteren Frage beginnen? Das ist die schwierigste Frage, die es gibt. Ich bin überzeugt, dass ich meine wirklich, dass Wirklichkeit und Information dasselbe sind. Das heißt nicht, dass Wirklichkeit nur Information ist, sozusagen. Nicht? Genauso wie wenn ich in einem anderen Beispiel der Physik, wenn ich von Raumzeit spreche und sage, dass Raum und Zeit zwei Seiten einer Entität sind, die tiefer liegend ist als Raum und Zeit, dann sage ich auch nicht, dass das eine das andere ist. Sondern die beiden sind wirklich zwei Seiten derselben Medaille, zwei Seiten eines umfassenderen Konzepts. Und ich würde schon so unbescheiden sein oder zumindest das als Forderung
als unbescheidene Forderung in den Raum stellen, dass jede Wirklichkeit von dieser Natur sein muss. Und nicht nur das, was wir jetzt als physikalische Wirklichkeit bezeichnen. Es ist mir schon klar, dass das offenkundig, ich meine, in unserem persönlichen Erleben gibt es viele Momente, wo man das Gefühl hat, es gibt was anderes wie die physikalische Wirklichkeit, nicht? Das heißt nur, dass wir das Wirklichkeitskonzept etwas breiter nehmen müssen. Und der Trost, den ich habe, was ich jetzt gesagt habe, das weist wahrscheinlich weit in die Zukunft, der Trost, den ich habe und warum ich glaube, dass es letztlich irgendwann einmal auf das hinauslaufen wird, wir müssen immer, wenn wir uns solche Fragen stellen, müssen wir uns bewusst sein, dass die Naturwissenschaften ja eine ganz, ganz junge Aktivität des Homo sapiens sind. Das ist erst 300 Jahre her. Und zu glauben, dass wir hier viel von den endgültigen Antworten gefunden haben, die möglich sind, wäre eine unglaubliche Vermessenheit. Also ich würde sagen, dass es meine Thesen ein bisschen unterstützt, wenn wir nicht sich vertiefen, was wir unter Wirklichkeit und Information verstehen. Ja? Ja, klarerweise, wenn ich den klassischen Informationsbegriff nehme, ja, der nur in Bits aufgebaut ist, also à la Shannon, dann ist es natürlich wieder anders, also ob das ausreicht, um die Wirklichkeit zu definieren. Ich sehe das metaphorisch eher so, und das bin ich auf die Gleichung, also, dass er gesagt hat, Wirklichkeit und Information sind zwei Seiten einer Münze. Das unterstützt diese Bilderie, die ich versucht habe, heute vorzutragen. Nämlich, man muss davon ausgehen, Folgendes. Die Evolution ist eine berühmte, unendlich lange Geschichte. Und es gibt einen winzigen Augenblick, wo jedes Individuum von uns dabei ist. Man könnte das nennen evolutionäres Zeitfenster. Das heißt, Sie haben 60 Jahre oder 80 Jahre. Das ist ein Bruchteil, eine Femtosekunde gemessen an der Länge der Zeit. Normalerweise, wenn Sie bisher gelebt haben in dieser vorindustriellen Revolution, dann hatten Sie einen Körper und da konnten Sie, halt, was ein Körper machen kann, bestimmte Orte besuchen, aber immer der gleichen Zeit leben. Die Bilder, und zwar die neuen Bilder, die ich Sie beschrieben habe, wenn man die jetzt subsumiert als eine mögliche Form der Information, was sind das für Bilder, die ich übertrage und die keinen Körper mehr haben, also wenn sie einfach nur wie hier immaterielle Bilder sind, dann haben die Bilder folgende Möglichkeit. Ich habe einer da gesagt, wir leben in der Zeit, also es gab eine Zeit, da gab es noch Zeit. Die Zeit gibt es nicht mehr. Dafür gibt es aber eine Zeit heute, in der es eine Hülle und Fülle von Bildern gibt, so viel wie noch nie zuvor. Und zwar unendlich viele Bilder über unendlich viele Orte, unendlich viele Bilder auch über unendlich viele Zeiten, vom Mittelalter bis zurück zur Pflanzenwelt vor Millionen von Jahren. Wir haben auch jetzt schon Bilder durch die Computersimulation, wo ich zeigen kann, wie wird die Erde in 400 Jahren ausschauen wie in 1 Million Jahre. Auch ob es nicht stimmt, das ist egal. Ne? Aber ich kann durch Informationen schon sagen, wie wird die Entwicklung sein. Diese Bilder, diese Fülle von Bildern, diese Bilderfülle, ermöglicht mir etwas, dass ich mein Zeitfenster dehne. Das heißt, ich kann plötzlich an mehr Orten sein, ich kann in Zeiten hineintauchen, in tiefen Zeiten, die ich vorher nicht eintauchen konnte. Das heißt, das Zeitfenster wird ziemlich stark ausgedehnt. Das heißt, ich kann in meine 60 oder 80 Jahre viel mehr reinpacken an Informationen wie vorher. Also deswegen klage ich diesen alten Zeiten nicht nach. Also das ist ein großer Unterschied zwischen all diesen Theoretikern von Rilla bis Baudrillard, die diesen alten Zeiten nachklagen, vom rasenden Stillstand angefangen bis zur Simulation. Sondern ich sehe im Gegenteil riesige Vorteile, dass wir eben durch diese neue Art von Bildtheorie und Informationstheorie mit dem Reichtum der Bilder auch einen Reichtum an Erfahrungen und Erlebnissen in unser kleines menschliches Zeitfenster reinpacken können. Ich könnte umgekehrt sagen, das Raumportemonnaie ist gestiegen durch die Information und das Zeitbudget ist gestiegen durch die Information. Und wenn die Information auch wirklich ist, dann ist es auch real so gewesen. Also da ich ja nun über... Können Sie mich hören? Nein. Ne? Doch, jetzt geht es. Okay, danke. Das ist natürlich noch fast noch schlimmer als dieses Problem Wirklichkeit mit der Zeit. Und da ich über Zeit selbst arbeite, gäbe es viel zu sagen, aber das würde ich jetzt besser hier nicht tun. Aber vielleicht eine Frage zur Vertiefung, die vielleicht auch also mir nicht klar geworden ist und Ihnen vielleicht auch nicht in voller Schärfe klar geworden ist. Sie sagen jetzt, Herr Weibel, Sie haben das ausgeführt vorhin,
Wir sind von der Nahgesellschaft in die Ferngesellschaft gegangen, und zwar durch die Multiplikation der Bilder und die Distribution der Bilder. Und Sie machen da einen Vergleich mit dieser quantentheoretischen Verschränkung. Und verstehe ich es insofern nicht ganz, also da liegt vielleicht auch wieder der Teufel im Detail. Bei Ihnen geht man aus von Bildern. Die Bilder werden multipliziert und distribuiert. Es sind Bilder vorhanden. In dem Falle dieser Verschränkung habe ich zunächst keine Bilder. Ich erzeuge die Bilder nur durch die Messung gewissermaßen, die Zustände. Ist es nicht doch was Verschiedenes, und wie funktioniert dann in Ihrem Kopf dieser Vergleich? Also zwei Antworten. Sie haben es am Beispiel von Malevich oder Tschirik und anderen gesehen. Die Kunst hat die Freiheit, nicht ganz exakt deduktiv logisch diesen Vergleich zu machen. Ja? Das heißt, Malevich hat von Realitätstheorie und von Minkowski und von Mach an sich, also wenn wir es gemessen hätten, an üblichen akademischen Standards nichts verstanden. Die Kunst hat die Erlaubnis, die Lizenz zu sagen, ich lese etwas und verwandle das in was anderes. Ja? Das heißt, der Vergleich ist aus insofern lapidar möglich, aber der zweite Teil ist die zu sagen, wir konnten damals auch nicht voraussehen bei Hertz und beim Lesen der Bücher, des Artikels von Maxwell, was daraus entstehen wird. Das konnten wir nicht voraussehen. Ja. Und aufgrund dessen, dass es eben nicht voraussehbar war, aber wir wissen heute, was in 100 Jahren Stand ist, sage ich, kann man voraussehen, dass hier diese neue Art von Deliberation, ja, von Information, ja, oder von Quantenzuständen, wie Sie selbst gesagt haben, oder Spin, dass das wahrscheinlich eine ähnliche Rolle spielen kann wie vor 100 Jahren, dass daraus in neuen Möglichkeiten steht, richtig wie gesagt, nicht nur die Übertragung, ja, von Original, sondern es ist ja so, wenn so ein Zwillingsphoton, ja, entsteht, hat es ja weder ein Original gegeben noch ein Multiple. So beide sind ja quasi gleichwertig, eben mit dem Fehler, dass sie keine Eigenschaften haben. Ja. Aber das Wesentliche ist, dass man sieht hier, der Bildbegriff ist ein Bildsystem geworden. Ja. Das ist auch bei uns schon so in der Medientechnik. Ja. Das sind diese Bildsysteme haben verschiedene Zustände. Ja. Dann ist es so, dass das ist das Hauptsächliche, dass ich immer sage, wir simulieren das. Ja. Ich sage so, in der üblichen Raum- und Zeiteinheit, die wir bis zum 18. Jahrhundert gehabt haben, war das so, dass ich hier auf den Tisch haue und der Lärm kommt aus dem Tisch. Ja. Wenn ich auf meine Schulter haue, kommt der Schmerz in meine Schulter, nicht an der Schulter eines Zuschauers. Ne? Es gibt ja keine Fernwirkung. Ne? Das heißt, die Fernwirkung wäre nur da, wenn ich Körper dran schließen würde. Jetzt simuliere ich die Fernwirkung. Ich drücke hier auf den Knopf und es klingelt der Telefonapparat in Sydney. Ne? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das war vor 100 Jahren nicht denkbar, dass sowas möglich ist, dass ich hier auf etwas tue und dann hat es einen Effekt woanders. Ne? Und es war vor 150 Jahren nicht einmal vorstellbar. Ne? Und ich denke mir, dass eben durch diese Entdeckung und die experimentellen Nachweise, dass es das gibt, die Quantenteleportation, dass wir in 100, 150 Jahren auch eine ganz neue Technik haben werden, wo wir Informationen gewinnen, übertragen und auch dadurch neue Wirklichkeiten herstellen. Die Kunst macht schon das sehr viel, macht schon, also die avancierte Kunst der Telebilder macht schon sowas sichtbar, ne? Macht das schon möglich. Okay, dann würde ich jetzt gerne, kann man das anstellen? Dann würde ich jetzt gerne Sie fragen, ob Sie Fragen haben, und es müsste, ist jemand hier unterwegs mit dem Mikrofon? Ja. Ist jemand mit dem Mikrofon unterwegs? Bitte. Welches Mikrofon macht die Rückkopplung? Das war die. Bitte sehr, Sie und dann du. Welches bitte, wenn Sie den Herrn hier mit dem weißen Hemd. Vorne, diesen, bitte. Ja, genau. Wenn Sie sich vielleicht auch ganz kurz vorstellen. Hören Sie? Ja. Jetzt geht's. Guten Abend, mein Name ist Reich. Ich habe eine Frage an die beiden Vortragenden von heute Abend. Wie ich den Vortrag von Professor Weibel am Ende gehört habe, da hat er einen Bogen gespannt von einem Betrachter, der einem Bild als Objekt gegenübersteht, bis zu ganz vielen Betrachtern, die gleichzeitig das Geschehen an ganz vielen Orten sehen können und auch interaktiv noch darauf einwirken können. Und der Gedanke, der mir kam, ist, dass eigentlich sich dieses Virtuelle, was er da geschildert hat, letzten Endes der Realität annähert. Und ich hatte dann das Gefühl, dass Herr Professor Zeilinger gerade die Brücke schlägt, indem er sagt,
die Wirklichkeit ist das gleiche wie die Information und das wäre der Information. Jetzt möchte ich nur wissen, ob ich da richtig liege mit dieser Vermutung, ob man das so ausführen kann oder was dazu zu sagen wäre. Vielen Dank. Ja, vielleicht sollte ich einen Punkt noch klarstellen. Das Problem ist, dass wir normalerweise von allen Systemen, die wir betrachten, nur einen winzigen Ausschnitt der Information beziehen. Das heißt, unsere Darstellung ist unvollständig. Das heißt, wenn ich ein wesentlicher Punkt an diesem Informationskonzept, das ich diskutiert habe, ist der Punkt, dass es unwesentlich ist, ob diese Information jemand zur Kenntnis nimmt oder ob diese Information als Möglichkeit wenigstens vorhanden ist. Diese Frage muss offenbar unwesentlich sein, um verschiedene Aussagen treffen zu können, die dann letztlich mir erklären, warum gewisse Messresultate möglich sind in der Quantenphysik oder nicht. Ne? Wo ich das Problem jetzt habe, in der Brückenschlagung, ist, dass die heutige Technologie, die man verwendet, um Informationen zu übertragen, so weit weg ist von dieser vollständigen Charakterisierung von Systemen, dass es mir sehr schwer fällt, da direkt zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen, nicht? Es ist hier nicht behauptet, dass sie jetzt schon zusammenhängen, ne? Sondern es ist behauptet besteht, dass sie in der Zukunft, ja, zusammenhängen können. Ja? Nicht von der, man kann nicht die jetzige Technologie mit dem vergleichen, sondern was ich sage ist, hier sieht man Ansätze, einer neuen Form von Ortlosigkeit, eben wie das eben Dislokation heißt, also bei dir heißt es dann Non-Lokalität, das ist das Prinzip von Bell und die Non-Lokalität ist eine utopische Vision des, was wir heute haben, die Dislokalität. Ja? Aber das ist eine Zukunftsvision, nicht mit heutigen Technik vergleichbar. Sie haben das vollkommen richtig gesehen, das Kino besteht aus einem wesentlichen Teil aus der Imitation of Life, der Imitation des Lebens. Und man kann es nicht sagen, nur weil es uns gelungen ist, die Bewegung zu imitieren, ja, was man im 19. Jahrhundert schon erfunden hat, ja, deswegen heißt es auch Motion Picture, ja, dass das Ende des Kinos ist. Ich finde es wirklich extrem skandalös, dass sie sich 100 Jahre lang terrorisieren lassen von Hollywood, ja, die immer die gleichen Filme drehen. Ja. Nämlich rein technisch gesehen ist es immer die Radtechnologie des 19. Jahrhunderts. Das sind Projektor, das sind Räder, die sich drehen, ja, dann haben sie eine Kamera, jetzt vor der digitalen, das sind Räder, die sich drehen. Das Ganze ist eine extrem primitive Radtechnologie. Ich spreche jetzt technisch, ne? Nicht von den Narratives. Das heißt, das Hollywood-Kino hat ökonomische Interessen, den Stand der Imitation des Lebens einzufrieren auf Imitation von Bewegung, ja? Motion Picture. Ja? Aber das Leben ist ja mehr als nur Bewegung. Das Leben ist Interaktivität, Ferndiskussion, alles Mögliche. Ne? Und die Technologie, die Künstler entwickeln, das ist das Großartige, dass wir heute wieder Künstler haben, ja, die eine technische Kompetenz haben, wie sie seinerzeit vor 500 Jahren die Maler hatten. Das waren die einzigen, die Bilder machen konnten, sonst war keiner da. Kein Fotoblatt, niemand. Ne? Heute haben Künstler die technische Kompetenz von Programmierern, von Ingenieuren, die sogar über das hinausgeht, was die kollektive Industrie entwickelt hat. Also wenn Sie sich Filme anschauen, wie von Lucas mit seiner Firma Industrial Light and Magic oder industrielle Lichtmagie, ja, dann sind es industrielle Kollektive, 50 Mitarbeiter, 500 Computer, die machen dann den Klon von den Sauren und so weiter. Ne? Ja, das ist nicht up-to-date technisch, das wird nur so behauptet. Ja? Up-to-date technisch und avancierter sind, was einzelne Künstler machen können. Ja? Das heißt, Künstler sind Experten, die in der Entwicklung von Bildtechnologien weitergehen als mit der Industrie. Das ist Faktum. Ja? Nur ist es so, dass das Feuilleton, ja, das nicht sieht, die kennt diese Bewegung nicht. Ne? Das Feuilleton macht erstaunlicherweise, wenn ein Hollywood-Film erscheint auf dem Markt, da fühlt er sich verpflichtet, über jeden dieser Hollywood-Filme eine Seite zu schreiben, jeden Tag. Mir ist das unbegreiflich. Ja? Ja? Das heißt, Sie haben das richtig gesehen, die Imitation des Lebens wird durch diese neue Technologie im Film vorangetrieben. Ne?
Aber es gibt gleichzeitig einen Trend auch im Kino, mehr zu zeigen als wie du das Leben. Ne? Sozusagen, das ist klar, es gibt auch andere Richtungen, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Weitere Fragen? Der Herr Professor Eibel Eibelsfeld hat da eine Frage, ist hier vorne. Bitte kurz. Ja, ich habe keine Frage. Ich würde nur sagen, dass ein Biologe, der mit einer Frage nach der Wirklichkeit konfrontiert wird und jemanden, der an der Wirklichkeit zweifelt, was es ja gibt, zunächst entgegenhalten, dass ein Affe, der sich von dem Ast, auf den er springen wollte, von der Wirklichkeit dieses Astes, keine richtige Vorstellung machte, sicher nicht zu unseren Vorfahren gehört. Das heißt, es gibt eine Wirklichkeit, mit der sich unsere Vorfahren auseinandergesetzt haben, an die sie angepasst sind. Da tritt das, was Sie sagen, eine Informationsübertragung gewissermaßen statt. Wir wissen, wie der Anpassungsprozess über Mutation und Selektion sich abspielte. Und wir wissen, dass wir in unseren Anpassungen eben eignungsrelevante, also für unser Überleben relevante Facetten einer existierenden Wirklichkeit spiegeln. Wir wissen, das Wort ist ja wunderschön, unsere deutsche Sprache. Es wirkt etwas auf uns ein und wir wirken zurück. Schon Yüksekül hat das sehr schön im Funktionskreis dargestellt. Also das ist eine Wirklichkeit, in der wir leben. Die ist interessant und es gelten auch die Newtonschen Gesetze der Mechanik, sonst könnten wir auch gar keine Autos bauen. Und wer an der Wirklichkeit wirklich noch zweifelt, der sollte einmal denken, was passiert, wenn er in der Nacht ohne Licht aufs Klo geht und gegen die offene Tür rennt. Dann nimmt er die Wirklichkeit sehr peinlich wahr. Darüber hinaus sind wir, und das ist das Interessante, wie wir dann diesen visuell-haptischen Raum, an den wir angepasst sind, auch transzendieren. Wir sind da angepasst Regeln, Regelmäßigkeiten, also wiederkehrende Ereignisse und ihre Abläufe zu erkennen. Und wir sind durch unsere Wortsprache auch in der Lage, etwas begrifflich festzuhalten, was wir selbst bis heute nicht wirklich erklären können, zum Beispiel die Gravitation. Wir können aber von einer Gravitation sprechen, wir können dieses Phänomen erfassen und die Auswirkung natürlich auch. Als erstes haben wir natürlich die ballistischen Kurven errechnet, weil es für uns wichtig war, dass wir unserem Nachbar freundliche Pakete über die Mauern schicken. Gut, und die wurde dann schön erforscht und mittlerweile sind wir so perfekt, dass wir aus Kenntnis dieser Gesetze ja unsere Sonden ins All schicken, die dann wirklich kleine Vehikel auf den Mars absenden. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also das zur Wirklichkeit, aber wir können über die Erforschung der Regelmäßigkeit sehr viel, aber da kommen wir eben in den atomaren Bereich, also aus dem mesokosmischen Bereich, an dem wir angepasst sind, heraus. Und dann haben wir Schwierigkeiten. Wir denken dann auch in Kugeln und dass das aber keine Partikeln sind, weil sie auf einmal Welleneigenschaften haben. Jesus Maria, da wird es schwierig, aber wir kommen damit ganz gut zurecht. Ich will auch nicht zu viel sagen. Ich unterschreibe alles, was Sie gesagt haben, voll und ganz. Also gibt mir die fantastische Gelegenheit, klarzustellen, dass ich nicht behauptet habe, dass es eine Wirklichkeit nicht gibt. Das habe ich absolut nicht behauptet, weil das ist ein häufiges Missverständnis, auch der berühmten Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik, von der ich die Gedanken, die ich Ihnen heute erzählen durfte, als eine Weiterentwicklung sehe. Es ist ein häufiges Missverständnis, dass man von einem rein subjektivistischen Konzept ausgeht. Das geht vielleicht sogar für manche Leute bis zum Solipsismus und so weiter. Nicht? Das ist absolut nicht meine Position. Ja, aber vielleicht, also die Kopenhagener Interpretation, also in Strenge behauptet es ja auch nicht, sondern wieder irgendeine bestimmte Auslegungen, sondern dass dieses Bild, was man sich klassisch
von der Wirklichkeit macht, nicht zutrifft. Können wir uns vielleicht auf das einigen, dass das klassische Bild so nicht zutrifft. Das heißt, dass das Teilchen eben da keine Bahn hat oder keine Bahn längs fliegt. Oder dass das Teilchen nicht die Eigenschaft Spin-Up mit sich trägt, auch wenn ich es nicht messe, sondern dass genau dieses klassische Bild, dass ich Eigenschaften zuordne, dass ich Raum, Zeit, Struktur, also Bahnen zuordne, dass das eben genau nicht trifft. Aber ich glaube nicht, dass die Kopenhagen-Interpretation sagt, dahinter ist gar nichts. Also es existiert nicht sozusagen. Wenn ich den guten Bohr, der für mich einer der größten Denker war, die es je gegeben hat, richtig verstehe, dann gibt es nur die Welt der Beobachtungen, der Beobachtungsergebnisse. Und die sind notwendigerweise klassisch, da wir darüber kommunizieren müssen. Es gibt keine Quantenwelt zum Beispiel. Das sind nur unsere, ich sage das aber explizit, das sind unsere Konstruktionen. Wir haben sozusagen diese Posts, diese, so wie ein japanisches Haus, wo ich also die Latten habe und dazwischen das Papier, nicht? Was ich wirklich nur habe, sind diese Stützen, sind diese einzelnen Beobachtungsergebnisse. Und dann versuche ich halt dazwischen etwas zu konstruieren. Das ist die Welle, das ist das Teilchen, das sind auch andere Dinge. Aber das sind Konstrukte, die mir vielleicht das Leben leichter machen im Moment, aber langfristig wahrscheinlich das Leben schwerer machen. Ich glaube, da haben wir überhaupt keinen Widerspruch zueinander, Herr Weibel, aber Herr Zeilinger, Herr Weibel, bitte. Anton, ich würde dich bitten, dass du vielleicht die Rolle der Fernwirkung bei deiner, also die philosophische Problemstellung bei deinen Experimenten kurz auf deine Weise erzählst, weil sie auch im Titel gestanden ist. Ne? Also, das heißt, wie Newton die Fernwirkung definiert hat, wie dann Bell sozusagen die Entscheidung treffen musste, ja, ist sozusagen sowas möglich oder nicht möglich, ja, und ob, jetzt sozusagen, ob man das so sehen kann, dass deine Experimente eben diese Abneigung von Einstein und von Newton gegen die Fernwirkung relativieren bis aufheben. Also das gibt mir zuerst einmal die Gelegenheit zu sagen, das sind nicht meine Experimente, sondern erstens die Experimente meiner Gruppe. So Experimente werden heute von jungen Leuten gemacht, nicht von so alten Leuten wie mir. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Experimente schon viel früher gemacht wurden. Die ersten waren Friedman Clauser zum Beispiel, die das nachgewiesen haben. Das möchte ich nicht klargestellt haben, das ist nur während des Vortrags untergegangen. Was man eben feststellt, ist dieser eigenartige Zusammenhang von Messresultaten über größere Entfernungen, über beliebig große Entfernungen im Prinzip, die man dann versucht, im Sinne des klassischen Ursache-Wirkungsprinzips zu verstehen, die man versucht zu verstehen im Sinne von einem Einfluss, der sich ausbreitet von A nach B. Und dann sieht man, dass Modelle, die man baut, aufgrund eines solchen konkreten Ausbreitens der Information nicht funktionieren, weil sie im Widerspruch zur experimentellen Beobachtung sind. Nicht? Was dann letztlich die Konsequenz dessen ist, ist jedermanns persönliche Sache. Manche Leute glauben, sich hier in einen kompletten Determinismus retten zu müssen. Es ist natürlich möglich anzunehmen, dass die gesamte Welt vollkommen deterministisch ist. Auch die, es geht nämlich in diese Überlegungen ganz wesentlich ein, dass die Experimentatorin frei ist, sich zu entscheiden, was sie messen möchte an diesen Systemen. Wenn diese Entscheidung auch determiniert ist, dann ergibt sich kein Widerspruch. Das heißt, ein deterministisches Universum ist eine mögliche, vollkommen deterministisches Universum ist eine mögliche Position zum Beispiel, nicht? Es gibt auch andere mögliche Positionen. Ich persönlich ziehe dieses Bild der Rolle der Information vor, aber das mag vielleicht ein reines Vorurteil sein, nicht? Weiß man nicht. Dann würde ich doch nochmal nachhaken, weil es sozusagen den Zusammenhang ein bisschen erklärt des heutigen Abends. Leibniz hat in der berühmten Briefwechsel mit Clark gesagt, Zitat, ein Körper wird auf natürliche Weise niemals anders bewegt, als durch einen anderen Körper, der ihn anstößt, indem ihn berührt. Das heißt, der Körper ist hier ein Medium. Newton hat zur gleichen Zeit gesagt,
es kann kein Körper auf einen anderen Körper wirken, ohne ein Medium, das vermittelt. Also es kann kein Vakuum existieren. Das heißt, hier wird immer wieder behauptet, also eine Wirkung von einem Körper auf den anderen, auf Entfernung, ja, ist nur möglich durch ein Medium. Und dieses Medium müsste der Körper sein. Und gerade das wird sozusagen in Frage gestellt durch die Nichtlokalität. Das ist bei der Verschränkung nicht notwendig. Genau. Da brauchen wir keine Kette der Wirkung von A nach B. Das ist nicht notwendig. Eine letzte Frage noch, weil ich sonst glaube, dass die Körper langsam hier auch erschöpft sind. Bitte, wenn Sie kurz... Hier herum sind Sie ja schon. Bitte, hier. Meine Dame, ja. Ja. Also ich habe eine ganz kurze Frage. Können wir nicht ausschließlich nur über ein Vereinbarungsnomen eben das Nichts denken, also immer in Relation zu etwas, das heißt, nichts ist für uns realiter überhaupt nicht vorstellbar. Das ist sicher an Sie gerichtet zunächst. Ja, Sie sind die Philosophin. Nein, ich bin keine Referentin. Das ist nicht an mich gerichtet. Das ist nicht an... Zu schwer. Zu schwer. Aber es reizt ihn noch. Ja, aber ich sage immer nichts. Also wissen Sie, dann antworte ich nicht philosophisch. Herr Eibelsfeld kann es beantworten. Ich glaube, lassen wir ihn aus der Diskussion, dann würde ich sagen, nicht philosophisch, sondern dann eher traditionell chinesisch gesprochen mit dem ersten Spruch des Lao Tse, sagbar das eine, doch nicht das ewige eine. Nennbar der Name, doch nicht der ewige Name. Vielleicht ist das ein Stück einer Antwort. Ich habe das Gefühl, meine Damen und Herren, dass unsere Korrelation langsam hier zusammenbricht, aufgrund dieser Länge der Zeit auch. Und ich möchte es gerne beenden.